Leute da draußen, ich bin's Jan. Ich bin Steffen. Heute haben wir den zweiten Teil von Pack War. Falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, den auf jeden Fall erstmal abchecken, weil da haben wir jeder zwei Packs von den neuen Magic Tanks geöffnet. Dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen, denn mit denen spielen wir jetzt gegeneinander und danach gibt's noch eine Bestrafung. Ja, und ja, viel Spaß beim Video. So Leute, wir sind jetzt hier beim Spiel und ich fange an und greife an mit meinem Mittelfeldspieler von Darmstadt 98. Dann verteidige ich und zwar auch mit einem Abwehrspieler von Darmstadt 98. Und ich habe Marcel Heller als Top-Torjäger mit 74. Und ich habe Kapitän Zulu mit 77. So, wahrscheinlich die beiden besten Spiele letztes Jahr. Ja, ich glaube auch. Zumindest die noch da spielen. Dann greife ich als nächstes an mit meinem Stürmer von Schalke. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Hoffenheim. Ich habe Klaas-Jan Hünteler, Torjäger 81. Und ich habe Kader Rabeck mit 67. Nicht gerade der beste Spieler. Dann bin ich wieder dran und greife an mit meinem Stürmer von Werder Bremen. Wer könnte es sein? Vielleicht Pizarro oder so. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler vom FC Bayern. Ich habe Max Kruse, 77. Und ich habe Mats Hummels mit 79. Startkarte. Dann greife ich an mit meinem Hoffenheimer Angreifer. Dann verteidige ich mit meinem Berliner Abwehrspieler. Ich habe Uth von Hoffenheim mit 72. Und ich habe Langkamp mit 77. Dein Punkt. Dann bin ich wieder dran und verteidige mit meinem Mittelfeldspieler von Hertha. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler vom HSV. Ich habe Skjelbred 77. Und ich habe Nikolai Müller ebenfalls mit 77. Unentschieden. Das heißt, ich bin wieder dran und verteidige wieder. Und zwar diesmal mit einem Schalke-Abwehrspieler. Dann greife ich an mit meinem Stürmer von Leverkusen. Ich habe Kolasinac 77. Und ich habe Javier Hernandez Chicharito mit 87. Starke Karte. Dann greife ich wieder an mit meinem Leverkusener Stürmer. Dann verteidige ich mit meinem Torhüter vom FC Bayern München. Dann habe ich, diesmal habe ich Chicharito als Matchwinner 97. Und ich habe Torhüter Manuel Neuer Club 100. Was? Mit 100 Abwehr. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich kann mit meinem 97er, das wäre ein sicherer Punkt, als ob du Club 100 gezogen statt hast. Statt eigentlich der Kieslinge, den du hast. Aber besser so. Kieslinge. Einfach 97er verloren. Ui. Junge, als ob du Club 100 gezogen hast. Krass, gell? Ja. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von Mainz 05. Wen haben die denn überhaupt? Da verteidige ich mal Abwehrspieler von Dortmund. Ich habe Yunus Malli, Torjäger mit 80. Oh, ich weiß nicht, ich habe Sokrates mit 79. Knapp. Sehr gut für mich. Sehr gut. Ich habe nicht dran gedacht, dass der ja auch bei dem spielt. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Borussia München Gladbach. Dann greife ich an mit Bayern Mittelfeld. Ich habe Strobel mit 72. Und ich habe Lukas Costa mit 87. Okay, wie viel steht es eigentlich gerade? Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ziemlich knapp. Ich glaube, du führst mit einem Punkt. Ihr seht es ja oben in der Anzeige, aber wir haben die leider nicht. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Hoffenheim. Dann greife ich an mit meinem Mainzer Angreifer. Ich habe hier Benjamin Hübner mit 79, Matchwinner. Ich habe Cordoba mit 73. Das heißt dein Punkt. Also wenn ich mich nicht verzählt habe. Nee, du führst noch. Du führst war einmal unentschieden. Ganz genau. Ich muss gewinnen, um unentschieden. Unentschieden. Leute, gut, wir können ja mal zeigen. Ich habe noch Mittelfeldspieler Hamburg. Ich habe noch Abwehrspieler von Leipzig. Ich hoffe, deinen ist offensiv. Wen haben die? Wir haben Compare, wir haben. Dann greife ich an mit dem Spieler hier, mit dem Mittelfeldspieler von Hamburg. Bitte gewinnen. Muss ich natürlich verteidigen mit meinem Leipziger Abwehrspieler. Bitte ist es Compare oder so, der hat weniger. Ich habe Aaron Hunt mit 72.
Ich habe Halzenberg, so viel kann ich schon mal sagen, mit 73. Nein, ich guck mal, hätte ich verteidigt, hätte ich mit einem gewonnen. Oh mein Gott. Oh shit. Das heißt, Steffen gewinnt hier diese Runde und ich muss die Bestrafung machen und ja, viel Spaß bei der Bestrafung. So Leute, wir sind jetzt hier bei der Bestrafung. Ich habe mir jetzt schon 3 Lebensmittel ausgesucht. Hier, bin schon vorbereitet. Das erste ist Milch. Erstmal damit es eine gute Sache. Danach kommen noch Sachen. Aber davon nehme ich auch nur ein ganz bisschen. So, das sollte reichen. Das sollte reichen, ganz wenig Milch. Dann, das ist das Nette von mir. Also, falls Jan, bitteschön. Dann das zweite ist Chili-Soße. Man sieht's. Oh, ich weiß nicht, wie ich das da rausbekomme. Doch, das geht. Oh, das sieht ekelhaft aus. Das war vielleicht ein bisschen viel, aber egal. Dann muss ich kurz einen Löffel holen. Denn es kommt noch eine dritte Sache. Und das findet Jan richtig ekelhaft. Und zwar deutscher Kaviar. Hier, schönen Löffel nehmen. So, dann umrühren. So, und das ist dann die Bestrafung für Jan. So Leute, wir sind jetzt hier also bei der Bestrafung. Steffen hat mir so ein Glas hingestellt. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich sehe nur ganz viele, ich sehe so eine weiß, braun, rote Masse oder Flüssigkeit mit vielen schwarzen Punkten drin. Und keine Ahnung, das kann eigentlich nur was, als ob du Kaviar oder so gemacht hast. Kaviar, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt jemals gegessen habe, aber keine Ahnung, es riecht nach so, ja, wie so Tomaten oder sowas. Riecht jetzt nicht so super schlecht, aber es sieht nicht gut aus, sag ich mal. Aber ich muss nicht alles trinken, nein, oder? Nein, nein, es ist zwar großzügig gemischt. Ich nehme jetzt einen guten Schluck. Oder so. Warum verliere ich das, Junge? Wobei letzte Woche war Zwiebel essen, wie Zwiebel reinbeißen, war auch cool, also falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es auf jeden Fall an, war lustig. Und ich will das nicht. Okay, egal, ich mach's einfach. 3, 2, 1. Und diese Masse, die so... Ach du Scheiße. Das ist scharf, Junge. Was war das? Ich sag, ja. Also Kaviar hast du schon gesagt. Milch hab ich noch reingemacht. Ja, okay. Hab ich nicht. Und Chilisauce. Die merke ich, das hat wahrscheinlich auch so gerochen. Oh mein Gott. Aber allein dieses Trinken... Boah. Das ist ekelhaft, oder? Junge, du musst es ja, allein dieses, das ist so, weißt du, wie dickflüssig das ist? Und so, erstmal kommt es, dieses, kommt dir so langsam entgegen im Mund. Und oh, das, einfach das runterzuschlucken war schon ekelhaft. Und das ist so, du hast sogar ziemlich viel getrunken, das ist sogar mehr als die Hälfte, glaube ich. Ah, mittlerweile geht's wieder, aber auf einmal so, weißt du, ich dachte so, okay, zum Glück ist es jetzt unten. Und auf einmal kommt diese Schärfe in diesem Hals. Eigentlich mag ich Schärfe, aber es kam jetzt unerwartet und... Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Falls ihr es ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr feiert diese Bestrafung. Es kam so oft, habe ich das in den Kommentaren gelesen gehabt, dass ihr gesagt habt, wir sollen so ein Smoothie oder ja, irgendwie so Mix aus Sachen machen. Ihr habt da auch schon einige so vorgeschlagen gehabt, vielleicht machen wir das auch nochmal. Und schreibt weiter eure Bestrafungsvorschläge in die Kommentare. Und gebt dem Video einen großen Daumen nach oben. Falls ihr neu seid, abonnieren nicht vergessen. Jede Woche gibt es neu
kommt Pack War. Freitags gibt es das Pack Opening von uns beiden und dann Sonntag kommt dann das Game und die Bestrafung wie heute. Und ja, schaut euch auch unsere anderen Videos an und sehen wir uns bald wieder hier bei Bytes United. Ciao. Yeah.